Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge heute bei Lebenskraft TV. Wir haben wieder ein spannendes Thema bei uns hier im Studio. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit Biofeldenergiemessung nach Kilian. Dazu haben wir uns auch wieder einen Gast ins Studio eingeladen. Das ist der Andreas Fischer. Und als Co-Moderator wie immer der Olli mit dabei. Ich begrüße euch recht herzlich. Hallo. Hallo. Servus. Bevor wir ganz kurz wieder die Thematik einsteigen, was wir eigentlich damit alles anstellen können, wir haben ja auch schon ein bisschen Technik hier aufgebaut, sieht ein bisschen anders aus als sonst im Interview, möchte ich dich ganz kurz bitten, Andreas, stell dich kurz vor, sag ein bisschen was dazu zu dir, wie du zu dem Thema gekommen bist. Ja, gerne. Mein Name ist Andreas Fischer, ich komme aus München. Ich beschäftige mich seit dem Jahr 2006 hobbymäßig mit dem Thema Bioenergiefeldmessung und seit dem Jahr 2009 mehr oder weniger professionell. Ja, wie bin ich dazu gekommen? War eine ganz interessante Geschichte. Ich hatte eine Einladung zu einem Seminar nach Budapest. Ich habe diese Einladung gerne wahrgenommen, wusste nicht, was es für ein Seminar ist und war da in Budapest im Hotel. Und eines Abends, genau genommen war es, der werde ich so schnell nicht vergessen, 21. Oktober 2006, klopft es an die Tür, steht ein Mann und eine Frau draußen. Der Mann hat einen Computer unterm Arm, also ein Notebook und ein schwarzes Kästchen. Er baut es so schön langsam auf. Meine Lebensgefährtin hat kurz erklärt, das ist der Sergei, das ist seine Lebensgefährtin, die Galina. Mhm. Inzwischen hat er das Gerät aufgebaut und sagt, steck mal deine Finger da rein. Man muss dazu sagen, er hat es auf Russisch gesagt, mir wurde übersetzt. Ich habe den Daumen der linken Hand reingesteckt, gefolgt vom Zeigefinger, das bis zum kleinen Finger runter, dasselbe Spiel mit der anderen Hand und da hat er eine Messung gemacht. Diese Messung ging sehr schnell. Es wurde auch sofort eine Auswertung, eine Analyse gemacht und dann hat der Mann, der Sergei, zu mir gesagt, an zwei Organen wäre was, ob ich denn da was wüsste, ob ich was habe. Ich war sowas von überrascht, dass ein Mensch, der mich nicht kennt, so präzise zwei Punkte von mir getroffen hat. Mhm. Beim zweiten war ich noch überraschter. Da musste ich recherchieren. Da kam ich ins Jahr 1984 zurück. Da hatte ich mir mal eine Vergiftung in Kroatien geholt. Mhm. Da hatte ich in 5 Tagen 11 Kilo abgenommen. Mhm. Man hat nicht festgestellt, was das ist. Okay. Auch in Deutschland nicht. Und im Jahr 2006 sagt mir ein wildfremder Mensch, hast du da was? Mhm. Ich bin von Haus aus ein neugieriger Mensch und da war ich noch neugieriger. Ja, er hat mir da was in die Tasche gesteckt, so ein kleines Scheibchen. Ich habe gesagt, oh, was ist das? Es wird ja kalt. Er lächelt nur und sagt, ist schon gut. Nach einer Stunde sagt er wieder, steck mal die Finger da in das Gerät rein. Und ich muss dazu sagen, ich war damals arbeitsmüde. Heute sagt man Burnout. Ja. Ich habe mir eingebildet, ich bin kurz vom Burnout, bin von Kollegen ausgelacht worden, aber mein Energiefeld sah so aus wie ein Schweizer Käse, es war kaum noch was da. Mhm. Und siehe da, nach einer Stunde hat dieses kleine Scheibchen mein Energiefeld wieder gestärkt, es war was zu sehen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, im Jahr 2007 im Mai war der Sergei wieder im westlichen Teil Europas, also der Name sagt ja schon, Sergei, er kommt also aus Russland, aus Moskau. Er ist Physiker und hat mich im Mai 2007 wieder gemessen, diesmal in München. Mhm. Und da hatte ich ein Energiefeld, das ich sehen lassen konnte. Mhm. Es war wieder stabilisiert und aufgebaut. Ja, das ist meine kleine Geschichte. Es ging dann weiter. Ich wurde eingeladen, nachdem ich im Jahr 2009 mir ein Messgerät selber gekauft habe, wurde ich auf einen Ärzte- und Heilerkongress eingeladen, wo sich Ärzte geoutet haben, dass sie mit Heilern zusammenarbeiten. Okay. Ja, das war 2 harte Tage. Ich hatte noch einen Kollegen dabei, der hat mich mit Trinkwasser versorgt. Zu essen hatte ich keine Zeit, weil die Menschen bei mir Schlange standen. Ich habe pro Tag 40 Messungen gemacht. Ich war an meine Kapazitätsgrenzen geraten. Aber das war also eine richtige Bestätigung, dass es andere Menschen auch gibt, die sich für dieses Thema sehr, sehr interessieren. Ja, lassen wir Oliver noch zu Wort kommen. Herzlich willkommen auch zu dir nochmal.
Wie immer suchst du ja auch die Themen bei uns hier so ein bisschen mit aus und daher wie immer meine Frage zuerst, wie bist du wieder darauf gekommen, warum ist das Thema für dich so spannend? So wie immer meine Neugier. Genau, die Neugier immer. Erzähl uns kurz was. Ja, wie die meisten eigentlich schon wissen, ich tue überall meine Nase reinstecken, alles was irgendwie interessant ist, was man nicht so wirklich greifen kann. Mhm. Ich schaue mir das an, probiere es auch selber immer aus, funktioniert das, stimmt das, findet das Gerät was oder ist es irgendwie nur so komischer Zufallstreffer und wie genau sind eigentlich die ganzen Systeme. Mhm. Kilian-Fotografie habe ich schon vor zig Jahren, bin ich das erste Mal damit in Berührung gekommen. Man kennt es eigentlich herkömmlich von den Fotos, die gemacht werden, wo man dieses ganze Aurafeld sieht und kann da an den Farben erkennen, deinen Gesundheitszustand. Mhm. Manche können das relativ genau auslesen, was man hat. Für mich ist es war es damals noch so ein bisschen so verschwommen. Ja, du könntest jetzt alles Mögliche reininterpretieren. Ja? Ja. Technik bleibt ja nicht stehen. Das waren ja praktisch schon mal so die Anfänge der Kilian-Fotografie. Hab dann auch vor zig Jahren mit unseren Frequenzprodukten Messungen gemacht oder wenn man jetzt halt herkömmliches Leitungswasser zum Beispiel genommen hat, auf unsere Frequenzträger draufgestellt und dann getrunken hat, innerhalb von 5 Minuten die Auswirkungen vom Energiefeld, wie es dann das Ganze harmonisch ist. Wir haben das Ganze auch gemacht mit einem bestimmten Schmuck, ja, so Steine spezielle, wenn man die dann auf dem Körper aufgelegt hat, wo man dann gesehen hat, wie dieses Energiefeld sofort verändert und und. Wir haben, das war glaube ich 2010, 2011 in dem Bereich, haben wir da einige Messungen mal gemacht, auch mit ganz anderen Produkten. Wie wirken die, was bewegt sich da im Körper? Und du kannst mit den heutigen Messmethoden, wo wir dann hiernach auch einmal zeigen werden, anhand der Ausstrahlung der Fingerkuppen, ja, kannst du praktisch von der Abstrahlung das messen. Das heißt, es wird wie eine Fotografie angelegt und ein Bildverarbeitungsprogramm macht eigentlich nichts anderes, wie die Abstrahlungen in verschiedenen Bereichen zu messen. Es ist eine komplette Datenbank hinterlegt, was das bedeutet, wenn da und da praktisch wie so ein Strahl, kann man sich das vorstellen, je nachdem wie hoch der geht oder wie wenig. Und das ganze Computerprogramm tut das Ganze einfach dann zusammenrechnen und kann dann genau sagen, okay, weil du an dem Finger das und das hattest, hast du es mit dem und dem Organ ein Defizit, da passt irgendwas nicht. Und dann, wenn man dann so ein Programm lesen kann, dann hast du halt ein komplettes Gesundheitsbild von jemandem. Was hatten die eigentlich? Und das geht sehr, sehr in die Tiefe. Wir haben ja vorhin auch schon mal eine kleine Messung gemacht und ein bisschen mal reingeschnuppert. Das heißt, wir machen hier heute einen Live-Test. Genau. Ich weiß ungefähr, in welche Richtung es gehen wird, aber wir haben es in dieser Form noch nie ausprobiert. Ja? Und wir werden es dann auch ungeschnitten einfach mal zeigen, wie das genau funktioniert. Das heißt, wir werden jetzt danach uns die Wohlfühlringe auflegen, ich und der Patrick. Und Vorhermessung haben wir schon gemacht, vor unserem Videodreh, dass wir nicht alles komplett nochmal neu machen müssen, wegen der Zeit, also doch ein bisschen mit den Erklärungen und so weiter, sondern wir wollen dann einfach mal die Bilder gegenüberstellen. Ne? Was war zuvor, was ist danach? Genau. Und da kann man einfach mal sehen, wie das Energiefeld dann in die Mitte kommt und was sich da eigentlich verändert. Vorhin zum Beispiel haben wir auch rausgefunden, weil ich die Nacht, sehr kurze Nacht hatte, nicht viel geschlafen, hat er sofort auch wieder erkannt am Computersystem, von der Messung, wie dann die Gehirnströme laufen und, wie vom Gehirn praktisch das Energiefeld einfach da ist. Ja. Da kann man gleich erkennen, da stellt er dann gleich die richtigen Fragen. Ja, was hast du gemacht? Hast du das gemacht? Hast du Schlaf gehabt? Hast du was getrunken oder nicht getrunken? Und na, so geht es halt dann dahin. Die Fragestellungen und du kannst im Endeffekt alles auslesen. Und es sind immer so diese Aha-Effekte. Menschen gehen zum Onkel Doktor, weil sie irgendwas haben. Da gibt es dann Geräte, die kosten Hunderttausende von Euro und finden nichts. Mhm. Ja, und hier steckst du mal kurz den Finger rein, Messung dauert ein paar Minuten, hast du ein komplettes Bild und kannst schon mal sagen, okay, das hast du, könnte mit dem zusammenhängen. Du kannst dann den ganzen Lebenswandel so ein bisschen unter die Lupe nehmen. Und du hast gleich ziemlich genauen Ansatz, okay, wo fehlt's, was kannst du machen? Genau, also auch für die Diagnostik wieder wunderbar einsetzbar. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, danke nochmal für den Abriss, Olli, dass natürlich viele Zuschauer sich auch dafür interessieren, wo das eigentlich herkommt und was Kilian eigentlich ist. Du hast ein paar Kleinigkeiten schon mal angesprochen, aber bitten wir doch einfach den Andreas, der weiß es bestimmt noch ein bisschen besser. Wo kommt das eigentlich her und worauf basiert das?
Kannst du uns ein bisschen was dazu sagen? Okay, machen wir ein bisschen Geschichtsunterricht. Genau. Begeben wir uns miteinander ins Jahr 1937. Da war ein russischer Elektriker namens Semjon Davidowitsch Kirlian. Der hat im Jahr 37 den Auftrag gehabt, ein elektrotechnisches Gerät zu reparieren und hat dabei festgestellt, dass wenn man die Hände auf einen elektrisch geladenen Gegenstand bringt, dass es einen sogenannten Funkenüberschlag gibt. Und das war eigentlich die Geburtsstunde der ersten Kirlian-Geräte. Die werden heutzutage noch zum Beispiel bei Heilpraktikern eingesetzt. Die schauen so aus wie so alte Schultische, so aus den 50er, Anfang der 60er Jahre. Da ist eine Glasplatte, Fotopapier drunter und eine Metallplatte, die elektrisch unter Spannung gesetzt wird. Die Klienten, Patienten legen also die Hände und zum Teil auch die Füße dann drauf und durch den Funkendurchschlag, sprich durch das Energiefeld, den Elektromagnetismus, der durch die Glasplatte durchdringt, löst einen Funkenschlag aus, der sich als schwarze Punkte in Kreisform auf dem Fotopapier darstellt. Dieses wird entwickelt und dann über Auswertung im Kopf, Sprache, ausgewertet. Das war natürlich die erste Generation der Geräte. Dann bleibt die Zeit ja nicht stehen. Man geht ins Computerzeitalter und versucht, alles Mögliche zu vereinfachen, zu perfektionieren und zu digitalisieren. Und somit kam doch vor jetzt einiger Zeit auch wieder ein Russe auf die Idee, sowas computergestützt zu bauen. Wie vieles kommt mein Gerät auch aus Russland, ursprünglicherweise, basiert also auf der Art, dass ich einen Finger auf eine Glasplatte lege, ein Energiefeld, ein Plasmafeld erzeugt wird. Hier ist eine hochsensible Videokamera in dem Kästchen eingebaut. Es wird die Messung ausgelöst, das heißt, das Energiefeld wird aktiviert. Meine Körperenergie trifft auf das Energiefeld, es blitzt und funkt wie bei einem Gewitter. Es wird aufgezeichnet, gefilmt, kleine Filmsequenzen, also 10 Stück, analog der Finger, und wird sofort digitalisiert und ausgewertet. Das ist also eine Sache von ca. 10 bis 15 Minuten und dann haben wir eine vollständige Analyse in die verschiedensten Bereiche hinein. Ja, das zur Technik. Okay. Auch wir benutzen ja, das ist immer wieder erstaunlich, wir benutzen ja sehr viel, ich möchte jetzt mal schon wieder sagen, Hochtechnologie, was oft von den Russen kommt. In Europa wird sowas, möchte jetzt mal, wie soll ich das am besten ausdrücken, es wird in ein bisschen im stillen Kämmerlein irgendwo behandelt, ja. Hast du da auch Erfahrungen gemacht, dass hier in Europa, beziehungsweise auch bei uns in Deutschland, wie gehen die Menschen mit sowas um, wenn du sie darauf ansprichst? Ich kann also den Zeitraum von 2009 bis jetzt verfolgen. Am Anfang waren die Menschen zurückhaltender, aber wir gehen in eine Zeit des Wandels hinein und die Menschen werden neugieriger. Man spricht drüber, man schaut sich um, man hat Zugang auf verschiedene Informationsmedien, wie zum Beispiel das Internet. Und da werden die einen oder anderen doch wach und schauen sich um, was es gibt. Es gibt ja nicht nur ein Kirlian-Gerät, es gibt viele andere Sachen, wo aber dann wieder beweisen, dass das Kirlian-Gerät funktioniert, wenn man mit verschiedenen Geräten Messungen macht. Also die Menschen werden einfach offener und interessieren sich dafür. Ja. Und sie sprechen darüber. Und wenn man ihnen was in die Hand gibt, wie zum Beispiel so eine Auswertung hier von 19 bis 25 Seiten, dann haben sie was, wo sie nachschauen können und das nochmal richtig nachvollziehen können. Machst du einen kurzen Rahmen auf, für was es eigentlich, wir kommen auch später noch mal ein bisschen genauer dazu, für was wird es eigentlich vorwiegend eingesetzt oder für was eignet sich das denn eigentlich generell? Also dieses kleine Gerätchen, in Anführungszeichen, ist vielseitig einsetzbar. In Russland ist mir bekannt, ich habe direkten Kontakt zum Hersteller, dass es sogar in Krankenhäusern und in Kliniken eingesetzt wird. Bei Ärzten natürlich auch. In Deutschland schaut es ein bisschen wie es folgt aus. Es wird beim Heilpraktikerbereich oder bei ganzheitlichen Ärzten eingesetzt. Und wir leben immer noch so ein bisschen im Touch der Esoterik, obwohl wir keinerlei Vergleiche mit irgendwelchen anderen teuren Geräten scheuen brauchen. Für was kann man es jetzt einsetzen? Ich kann es einsetzen, der Heilpraktiker setzt für diagnostische Zwecke ein. Der Arzt ebenfalls. Da ich weder Arzt noch Heilpraktiker bin, mache ich lediglich Analysen. Also
keine Diagnostik, sondern Analysen. Was kann ich jetzt analysieren? Ich kann die komplette Körperenergetik analysieren. Es geht über die verschiedensten Ebenen, über den Kopfbereich, über das Körperenergiefeld, in den Bereich der inneren Organe, in den Bereich der Gliedmaßen. Mhm. Es geht rein in den Bereich der Meridiane, sprich des Energieflusses. Wir können sichtbar machen, wie die Chakren aufgebaut sind, wie sie arbeiten, ob sie stärker sind, ob sie schwächer sind. Mhm. Wir gehen auf das Gesamtenergiefeld, wir gehen auf den psychoemotionalen Zustand. Bin ich müde, bin ich ausgeruht? Wir zeigen auch, wie ein Mensch momentan gefühlsmäßig da ist, mhm. ob er jetzt sich ins Schneckenhaus zurückgezogen hat, ob er jetzt direkte Ruhe haben will, ob ihn das Thema überhaupt nicht interessiert oder ob er offen ist für die Welt, mhm. ob er neugierig ist, ob er das zulässt, neue Informationen zu bekommen, ob er die überhaupt haben will. Mhm. So, das ist jetzt einmal die eine Seite. Für was kann man es eigentlich alles einsetzen? Mit dem Gerät können wir jede, aber auch wirklich jede energetische Veränderung am Körper des Menschen darstellen. Mhm. Egal ob positiv oder weniger positiv. Mhm. Es wird immer so gesprochen von Kraftorten, Kraftplätzen. Ja. Das kann man nachweisen, wie die Wirkung ist. Mhm. Der Interessent, der Proband, begibt sich auf einen Kraftplatz, nimmt die Energie auf. Wir haben vorher eine Messung gemacht, wir machen nachher eine Messung. Mhm. Wir sehen genau die Wirkung. Wir sehen die Wirkung, wenn mental gearbeitet wird. Und unter mental tue ich zum Beispiel auch Yoga ein bisschen mit rein. Mhm. Wir können nachweisen, wie Yoga wirkt. Wir können nachweisen, wie Klangschalen, wie Musik, wie Farben auf den Menschen wirken. Wir können nachweisen, wie ein Decktelefon oder das geliebte Smartphone mhm. am Ohr auf den Körper wirkt. Mhm. Manche Menschen würden erschrecken, wenn sie sehen, was sie sich selbst antun. Tag für Tag, Stunde um Stunde. Wir können nachweisen, wenn jemand über die Straße geht und dann kommt der dicke, große Lastwagen und der macht eine Vollbremsung und hupt, wie sich hier sofort Blockaden vom Hirn, Steuerung auf den Körper durch Schreck und Stress auswirken. Stichwort Stress, Burnout. Hm. Wenn wir Burnout-Menschen messen, sehen wir genau, wie er energetisch beieinander ist und können ihm detailliert sagen, mhm. wo er Obacht geben sollte. Ja. Ja, was kann man noch alles nachweisen? Vielleicht kommen wir ganz kurz dann nochmal später drauf zurück. Ich kann mir vorstellen, dass der Olli dazu noch was zu sagen hat, denn auch wir machen ja bei uns im Verein im Prinzip auch Energieforschung, gerade was das Feld angeht von Probanden. Und auch wir sind ja in der Lage, und das ist ja die schöne Zusammenarbeit, dann, die wir jetzt auch damit erhoffen. Auf der einen Seite können wir es hier nachweisen und auf der anderen Seite haben wir aber natürlich auch, ich sage jetzt mal auch wirklich Produkte, die das tatsächlich verändern. Kannst du da uns einfach ein bisschen noch was dazu erzählen? Wie bist du dann eigentlich darauf gekommen zu sagen, wow, ich hebe jetzt mal das Körperfeld um 300% an. Wie ist das möglich? Wie bist du dazu gekommen? Das war eigentlich nur ein Nebeneffekt von dem Ganzen. Ich bin eigentlich wie ein Neuling in dieses ganze Thema reingerutscht, habe mich damit beschäftigt. Habe mir viele Dinge angesehen, die es halt so auf dem freien Markt gibt. Habe dann die ganzen Vor- und Nachteile halt abgewogen. Wie schaut das Ganze aus? Wo wirkt es? Wo geht es nicht? Wo sind Gefahrenzonen? Mhm. Wie ist das Ganze eigentlich aufgebaut? Und ursprünglich kommt es eigentlich auch aus der physikalischen Wasseraufbereitung bei uns. Mhm. Das heißt, es gab einen Frequenzträger, den es natürlich immer noch gibt. Ja? Und damals bin ich draufgekommen, es war eine Firma, wo ich halt exklusiv diese Produkte damals hergestellt habe. Und diese Handelsvertreter dieser Firma haben dann berichtet, dass sie im Supermarkt gestanden sind oder auf einer Messe, am ganzen Tag einen Frequenzträger in der Hand gehabt und den Leuten das gezeigt, schau mal, was wir da Tolles haben, Geschmackstest und. War es so, dass der ganze Körper begonnen hat zu kribbeln, mhm. ja? Was man im Chinesischen als Qi-Fluss bezeichnen würde. Ja? Also ein Energiefluss, irgendwas bewegt sich. Also wie so ein Taubheitsgefühl oder wie man den Körper mit einer Sportsalbe einschmieren würde, ist Durchblutung, wird angeregt in dem Sinne. Und dann war der Effekt, dass Schmerzen, Verspannungen bis zu schwerwiegenden Sachen einfach sich in Luft aufgelöst haben oder sich auch nur verbessert haben. Mhm. War von Symptom zu Symptom unterschiedlich. Und dann waren halt die Leute total heiß drauf, dass es Produkte
ob ich Produkte nicht machen könnte, die speziell für die Gesundheit sind. Mhm. Und klar, wenn du dann die Produkte entwickelst, dann brauchst du Nachweise. Ja. Ja? Okay, ich kann jetzt sagen, okay, es hilft, aber der Mensch ist halt so gestrickt, erzählen kann man viel. Mhm. Habt ihr irgendwelche Beweise, habt ihr irgendwelche Unterlagen? So, und dann begibst du dich auf die Suche nach Messmethoden. Mit was kann man das nachweisen? Ja. Ja? Weil jetzt das Feld von einem Gegenstand zu messen, war schwierig. Ich habe zwar Methoden gefunden, wo es dann trotzdem auch nachvollziehbar ist. Mhm. Eigentlich zu fast 100% sind diese Messmethoden von unserer sogenannten Wissenschaft nicht anerkannt. Mhm. Die wollen es halt auch nicht anerkennen, ja, weil sonst stellt es ja wieder was anderes in den Schatten. Ja. Ja. Und, aber diese Messmethoden funktionieren. Das heißt, ich kann Gegenstände, die Abstrahlungen messen, was auch praktisch in den Bereich Kilian reingeht. Ja. Das wird dann vom Computer umgerechnet, diese ganzen Abstrahlungsformen. Wir haben auch auf unserer Homepage Zeitraffer-Filme, wo diese Elektronenabstrahlungen zu sehen sind. Das heißt, es werden alle 20 Sekunden Bilder gemacht und dann wird praktisch der Gegenstand unter 20.000 Volt gesetzt und dann habe ich eine gewisse Abstrahlung. Ja. Und je nachdem, wie das das Eigenenergiefeld des Gegenstandes ist, umso stärker ist das Feld oder ist es schwächer. Und es ist auch recht interessant, das Ganze anzuschauen, wenn man die Zeitraffer nebeneinander die Filme ablaufen lässt, wie die Unterschiede da wirklich sind. Ja? Obwohl es der gleiche Gegenstand ist, vorher, nachher. Und dann tust du dann einfach mal alle möglichen Sachen einfach mal ausprobieren. Mit was kann man es nachweisen? Wir haben zum Beispiel ja auch ein russisches System. Das ist eine Pulsdiagnostik. Das heißt, es sind zwei Elektronen, die werden halt rangeklemmt. Dann läuft das 300 Sekunden durch und tut mein ganzes Immunsystem messen. Ja, mit Biorhythmen und zeigt auch an grafisch, welche Organe haben irgendwelche Schwächen, was funktioniert nicht. Mhm. Das nehme ich immer als Vormessung, bevor ich irgendwas mache. Ja. Weil wenn ich in die Forschung reingehe, ich möchte jetzt halt irgendwie was beweisen, dass irgendwas sich verändert. Da muss es entweder im Keller runtergehen danach oder es muss verbessert werden. Ja. Das heißt, wenn es im Keller runtergeht, ist aber auch eine Heilung in dem Sinne, weil ich natürlich Energieverschiebungen habe. Die Energie geht woanders hin, ja, und tut sich auch da wieder umwandeln. Es ist dann immer von Symptom zu Symptom ist es immer anderes Ergebnis, ja, von Mensch zu Mensch. Ja. Man kann in einer Langzeitmessung dann, wenn man die Leute natürlich ständig, ja, dann da hat, ja, auch zeigen, okay, hier, ja, sind die Veränderungen dann über längere, genau, Zeiträume auch zu sehen. Für mich ist es aber wirklich ein Beweis, weil die Leute, die spüren was, die spüren ein Kribbeln, sie können es aber nicht einordnen mit ihrem Bewusstsein. Ja. Hat es mir jetzt was gebracht? War eine Veränderung da? Ja oder nein? Mhm. Das ist natürlich auch immer ein bisschen auf Vertrauen zur Technik. Der PC zeigt mir meinen Gesundheitszustand an. Ich habe genau die Organe, wo ich das Problem habe. Mhm. Jetzt habe ich was verändert, irgendwie eine Therapieform und jetzt kann ich wieder eine Messung machen. Derjenige spürt es zwar irgendwie, dass irgendwas anders ist, aber ich kann es nicht einordnen. Mhm. Und jetzt kann ich die Bildchen nebeneinander setzen. Ja? Ja, ja. Und die kann ich über Monate, über Jahre nebeneinander setzen. Schau, hier, da haben wir begonnen. Genau. Ja, so hat sich das Ganze entwickelt, dieses ganze Bild. Ja? Und das ist halt russische Technik. Kommt eigentlich die Energiemedizin, ist so wie oft in manchen Ländern, wo nicht viel Geld ausgegeben wird für irgendetwas, ist die Energiemedizin auch die günstigste Variante, was zu machen. Ja. Und so kommt ja auch sehr viel aus der Raumfahrt. Genau. Ja, viele, viele Systeme wurden eigentlich für Astronauten entwickelt. Ich möchte das gerne auch mal an einem Beispiel festhalten, wenn man sich mal Gedanken darüber macht und eine Messung geht in 15 Minuten, kostet vielleicht ein paar hundert Euro, vielleicht nicht einmal. Wenn man jetzt mal überlegt und hat Probleme im gesundheitlichen Bereich, was macht der Schulmediziner? Der steckt einen in den Kernspintomographen, da sitzt man oder legt man eine Stunde fest, hier zurzt da drunten, drunter. Und es kostet ein paar 20, es kostet 20.000 Euro, ja, dass man mal eine Relation hat, warum natürlich sowas nur bedingt eingesetzt wird oder nicht gewollt wird. Wie sind denn deine Erfahrungen, Thema Bewusstseinsveränderungen deiner Probanden, die du da hast? Ja, da ist also auf jeden Fall was festzustellen. In dem Moment, wo eine Messung gemacht wird und ich von jemandem etwas sagen kann, den ich nicht kannte, noch nie gesehen habe, der ist erst einmal total überrascht. Mhm. Wenn ich da Trefferquoten von 100% habe, ja, wo ich ihm sage, wo er bestätigt, ja, das ist so. Mhm. Wenn wir dann natürlich auch noch eine Auswertung mitgeben, festigen wir diese Ansicht, dieses Erlebte. Mhm. Das heißt also, wenn ich eine Behandlung mache, wie es Oliver
beispielsweise gerade beschrieben hat. Und ich gebe ihm dann noch das Ergebnis, wie wir das dann auch machen werden. Ja. Dann festige ich ihn noch einmal. Er arbeitet ganz anders mental mit, ja, und stärkt sich dadurch noch einmal selbst. Ganz, ganz ein wichtiges Thema, ja. Ja, weil ich damit den Menschen ins Vertrauen bringe. Weil das Problem ist, an einem Tier, was keinen Verstand hat, was ich oft auch immer sage, dieses Beispiel, an Tieren sehe ich sofort die Veränderung. Beim Menschen ist das Problem, es kommt der Verstand, es kommt Kopfkino. Ja, stimmt es, was der mir erzählt hat? Hat der recht? Warum spricht die Allgemeinheit und die Medien nicht über diese Themen und, und? Das heißt, es kommen 10.000 Sachen, werden da künstlich projiziert, wo dagegen sprechen. Das heißt, sobald ich dann wieder anfange, mit dem Verstand wieder anzukurbeln, dann tue ich ja dieses positive therapeutische Ergebnis, was ich habe, im Endeffekt wieder minimieren. Und wenn ich dir, was du gesagt hast, Andreas, den Leuten was in die Hand geben kann, schau her, da kannst du mal nachlesen, die tolle Veränderung, dann sieht es, wow, toll, ne? Es hat sich was verändert. Da ist ja was da. Das heißt, es kommt kein Zweifel mehr, oder es kommt fast kein Zweifel. Man muss mal abschwenken, es kommt fast kein Zweifel mehr. Ja. Ich kann jetzt ja das therapeutische Ergebnis, was ich habe, festigen. Und der Mensch geht ins Vertrauen. Und das Wichtigste ist in der Therapie auch das Vertrauen. Ja? Sobald er was in der Hand hat, die Leute wollen was nachlesen, die wollen eine Bestätigung haben, ja, irgendwie Beweise dafür, um in das Vertrauen gehen zu können. Und dafür ist halt so eine solche Systeme absolut genial. Das ist dasselbe, was wir machen. Wir geben denen was in die Hand. Schau her, es gab eine Veränderung. Ja, bleib dran, wenn du das nächste Mal kommst, siehst du, wie du den Gesundheitszustand gehalten hast, bist du wieder zurückgefallen, hat sich stabilisiert, ja, ging die Kurve nach oben. So, und dann können wir jetzt mal wieder messen, schauen wir mal, wo wir sind nach der Therapie, und dann hast du einen schönen Verlauf, ja, wo die Leute dann auch wirklich den Erfolg sehen können. Das ist oft halt, geht es ja wirklich nur um diese Initialzündung, ja, also das buchstäbliche Türchen aufzumachen im Kopf und erkennbar machen, dass die Welt ein bisschen aus mehr besteht, als wir das in der Regel so wahrnehmen. Fällt dir vielleicht oft ad hoc ein Beispiel ein, so aus deinen letzten Jahren, Vergangenheit, wo du sagst, das hat dich so überrascht, diese Veränderung so schnell bei jemandem erlebt zu haben? Fällt dir was ein? Da fällt mir spontan was ein. Und zwar, ich bin ja eigentlich nur ein Dolmetscher. Ein Dolmetscher zwischen der Technik und der energetischen Welt. So sehe ich mich hier, wie ich mich bewege. Ja, ich habe in der Tat ein tolles Erlebnis. Und zwar komme ich nochmal zurück auf diesen Ärzte- und Heilerkongress. Da war eine Dame, so 1,65 groß, und sagt, ich bin Heilerin. Ich hatte mich bis dorthin mit Heilern ja nur so am Rande befasst. Und ich sagte, könnte man da nicht einmal einen Versuch machen, eine Messung vorher und eine Messung nachher, ich hätte da jemand dabei. Ja, gesagt, getan, Messung vorher gemacht. Die Frau hat den Kopf der Klientin umfasst, 10 Minuten lang. Nach 10 Minuten haben wir gemessen. Das Ergebnis war dermaßen durchschlagend, die Blockaden der Frau waren aufgelöst, Energiefeld aufgebaut innerhalb von 10 Minuten. Das war nicht nur für mich ein Aha-Erlebnis, sondern für die Klientin, die dadurch wesentlich stärkeres Vertrauen bekommen hat, das auch mal zu sehen. Ja, und die Heilerin, die hat Luftsprünge gemacht, und im Nebenraum sind Vorträge gelaufen. Die hat vor Freude so laut geschrien, dass die Tür aufging, ein Arzt herauskam und geschaut hat, ob wir noch alle leben. Also es war ein tolles Erlebnis. Super. Ja. Auf der anderen Seite haben wir auch Energiefernübertragungen, Heilfernübertragungen gemacht. Einmal war ich selber mal Proband. Das ist von der Insel Rügen nach München gegangen, und das andere war von Salzburg nach München, wo ich auch selber der Proband war. Das heißt also, das sind immer wieder neue Schlüsselerlebnisse da, die auch ich habe, über die ich mich auch wahnsinnig freue, sowas nachweisen zu können. Ja, es ist keine Zauberei, es ist keine Hexerei, es ist Natur, es ist Physik. Ja. Und das weisen wir nach, und ich mache das mit Freude. Das merkt man dir auch an, und da ist er sicherlich auch auf dem richtigen Weg. Mich würde jetzt noch interessieren, die Fragestellung in so eine Richtung, du sagtest ja auch bei unserem Vorgespräch, man kann das schon beeinflussen, und du musst dich da auch teilweise selbst ein bisschen rausnehmen aus der Situation, weil es ja auch nicht um eine Manipulation geht, sondern um einfach zu zeigen, was geht. Wie funktioniert denn das? Wie bist du da eingestellt energetisch? Wie machst du das, dich da selber dann rauszunehmen? Also ich halte mich in dem Moment zurück. Bei der ersten Messung
sehen wir ja klipp und klar, wie der Ist-Zustand ist. Ja, da haben wir noch nicht viel gesprochen. Ich habe nur technische Details erläutert, was es ist, kurze Fragen gestellt, ob er dieses oder jenes an Implantaten bei sich trägt. Wenn nein, dann machen wir die Messung. Und dann ist eigentlich der persönliche Vertrauenskontakt noch nicht da. Ja. Wenn wir dann, sage ich mal, in den Bereich Therapie reingehen, da ist alles zugelassen und gut, das der Kunde wünscht und wo er ja dazu sagt. Und einer der großen Punkte ist dabei die persönliche Ausstrahlung. Das heißt, meine Mimik, meine Gestik, meine Sprache, mein Tonfall. Wie gehe ich auf den Menschen ein? Früher haben das die Ärzte noch gemacht, die hatten Zeit. Ja. Ich bin kein Arzt, aber mir ist es Natur gegeben, mit den Menschen so zu sprechen. Und alleine dadurch stärke ich ihn energetisch. Das heißt, ich rege seine Selbstheilungskräfte an, indem ich ihn interessiere, ihn neugierig mache. Ja. Und er merkt, es ändert sich was. Der ist ja anders. Der spricht ja mit mir wie mit einem normalen Menschen, auch nicht mit einem Kranken, sondern der geht positiv an die Sache ran. Und dann ist es egal, ob ich jetzt irgendwas einsetze oder ob der Oliver seine Produkte, seine Plättchen einsetzen tut oder ob ein Heiler das macht. Ich bin dann nur noch der Begleiter und stärke das. Ich manipuliere nicht. Ich kann nur anregen, die Selbstheilungskräfte, die jeder Mensch selber hat. Und das geht sehr, sehr stark auch über die Psyche, über Vertrauen, über Wohlbefinden. Ist mir jemand so sympathisch? Wie geht er mit mir um? Also das sind meine Erfahrungen. Also da brauche ich mich in dem Moment nicht so stark zurücknehmen, sondern das gehört ins Konzept einfach mit rein. Ja. Das ist meine Art zu arbeiten. Das ist, wie ich an die Sache herangehe. Man erlebt das ja auch selber oft genug, auch in meinem Leben gelebt, wenn sie zum Arzt reinkommen, anstatt die Frage zu stellen, wie geht es Ihnen, wird ja oft die Frage gestellt, was haben Sie für Beschwerden? Und während man die Beschwerden eigentlich aufzählt, schreibt das schon den Rezeptblock mit aus. Ja? Das ist eine Sache von 3 Minuten, dann ist man wieder draußen, hat im besten Fall noch eine Krankschreibung für eine Woche und dann ist das Thema erstmal vom Tisch. Ja? Wir gehen da ja auch ein bisschen anders um. Du machst es ja auch ganz häufig so, dass du sagst, je weniger ich mich eigentlich darum kümmere in Richtung Behandlung, umso besser funktioniert es ja letzten Endes auch. Also du nimmst dich da ja auch ein bisschen raus aus der Thematik, ne? Wenn du das machst, Olli. Es ist ja so, dass ich inzwischen sehr viele Leute ablehne. Also wenn Vereinsmitglieder zu uns kommen und sagen, ja, ich möchte jetzt unbedingt hier komplett Check und eine Behandlung haben und. Dann sage ich zu den Leuten teilweise, werdet ihr euch erst einmal bewusst, ob ihr es wirklich wollt. Das ist mal das Wichtigste. Das heißt, sie müssen sich wirklich Gedanken dazu machen, möchte ich wirklich eine Veränderung? Weil es war bisher immer so, die Leute kommen einmal, die sehen einen Rieseneffekt, eine riesen Veränderung, sie kommen aber nur einmal. Ja? Und oft ist es so, wenn ich Jahrzehnte alles falsch mache, schaffe ich es nicht innerhalb von 1 bis 3 oder 4 Stunden, den Menschen komplett umzukrempeln. Er hat einen extremen Aha-Effekt. Ich hatte auch mal jemanden da, wo ich von einer Schmerzklinik bekommen habe, eine Patientin, wo ich den Oberarzt darum gebeten habe, diese Person uns zu geben, zur Verfügung zu stellen für eine Forschungsarbeit. Ja? Sie hat sich dann bei uns gemeldet, ist bei uns Vereinsmitglied geworden und wir haben begonnen, eine kleine Studie darüber anzulegen. War extrem skeptisch, das war wie gesagt eine chronische Schmerzpatientin. Dann habe ich zu ihr gesagt, okay, ich gehe in die Beweisführung, ich zeige dir, dass es funktioniert. Dann habe ich gesagt, okay, zeige mir eine Schmerzstelle an deinem Körper, die ich jetzt einfach mal als Beweisführung schmerzfrei mache. Da hat sie irgendwie da am Arm, Ellenbogen irgendwelche Probleme gehabt. Ich habe diese Titanblättchen von uns genommen, die Frequenzblättchen, habe die aufgelegt, 5 Minuten lang immer wieder mal versetzt. Und siehe da, nach 5 Minuten war sie schmerzfrei an dieser Stelle. Dann habe ich zu ihr gesagt, okay, du hast jetzt gesehen, dass es funktioniert. Komm bitte in 2 Tagen wieder, dann machen wir den ganzen Körper. Es war folgendermaßen, es war eine Stunde Frequenztherapie mit unserer Vibrationstechnik, ja, wo ich den ganzen Lymphfluss alles wieder in Gang bringe und mit unseren Wohlfühlpucks, die wir auch hier nachher nochmal vorstellen werden und auch die Messung damit machen. Das war so diese Form, die ich gemacht habe, in einer Stunde. Eine Stunde Anwendung war das. So, dann, nach einer Stunde, habe ich die Frage gestellt, bist du schmerzfrei? Antwort war ja.
Dann habe ich gesagt, okay, zu wie viel Prozent bist du schmerzfrei? Mhm. Vom Gefühl her sagt sie 100% schmerzfrei. Mhm. Ihr Mann ist nebendran gesessen, hat dann gesagt, wow, das haben wir nicht einmal mit Morphium geschafft. Ja. Ja, überhaupt diese Aussage, das haben wir nicht mal mit Morphium geschafft. Sage ich, okay, kommst dann wieder, machen wir weiter. Sie kam wieder, war aber zuvor in der Klinik, hat Infusionen und so weiter bekommen. Und dann habe ich praktisch diesen Schmerzpegel nur halbieren können. Und dann habe ich ihr halt eine klare Ansage gegeben, sie muss sich entscheiden, was sie möchte. Entweder sie macht bei uns in der Studie mit, oder sie lässt sich weiterhin behandeln, wie sie das für richtig hält. Nur das Ganze spießt sich, ich tue die ganzen Forschungsergebnisse komplett verfälschen, das hebt sich gegenseitig auf. Ja. Da kommen wir nicht weiter, da können wir auch nichts beweisen, da kriegen wir auch keine richtige Studie zusammen. War dann so, dass sie dann den nächsten Folgetermin dann abgesagt hat, kam dann auch nie wieder, hat auch dem Oberarzt Blödsinn erzählt, also das eigentliche Wesentliche, dass sie schmerzfrei geworden ist, das hat sie gar nicht erwähnt gehabt. Nur andere Dinge, wo unsere Sache bis ins falsche Licht reinrückt, aber ist egal. Mhm. Das heißt, manche haben so viele seelische Themen, so viele Probleme, dass man an sie nicht rankommt und dass es absolut sinnlos und zwecklos ist, überhaupt irgendetwas zu machen. Ja. Und ich habe schon andere Leute da gehabt mit Krebsgeschichten und, die dann zu mir gesagt haben, ich muss jetzt zaubern. Ich mache überhaupt nichts. Ja, ich mache euch nur bewusst, was das Problem ist. Machen kann ich auch nichts für euch. Ich kann nur sagen, hey, das ist das Problem. Das musst du tun, das musst du verändern. Ja? Und wenn die Menschen nicht bereit sind, ihr komplettes Leben komplett umzukrempeln, weißt du, was ist Krankheit? Falsche Gedankenmuster, falsches Denken. Ja. Nicht mehr, nicht weniger. Das heißt, wenn ich krankes Denken habe, werde ich krank. Wenn ich falsche Handlungen, falsche Gedanken habe, werde ich irgendwann krank. Das ist eine Frage der Zeit. Da kommt es wieder darauf an, welche Komponenten. Mhm. Ja, und es ist im Endeffekt einfach so, wo ich dann zu den Leuten sage, wenn sie zu uns kommen, werde dir wirklich bewusst, ob du es überhaupt haben möchtest. Ja. Und wir machen das jetzt halt nicht irgendwie um irgendwelche wegen finanziellen Interessen oder irgendwas, sondern wir machen eigentlich eine Forschung. Ja. Und ich kann nur Leute gebrauchen, die mitmachen. Weil was bringt mir? Ich fange an, das sind Zeiträuber. Nicht mehr, nicht weniger. Sie rauben dir die Zeit, weil sie es nicht zu Ende bringen wollen. Und es ist ja auch wichtig, dass man die Langzeitforschungsergebnisse letzten Endes auch mitnimmt. Ich mache es ja nur, um ein Ergebnis zu bekommen. Ich möchte in dieser Forschung Dinge beweisen. Und da brauche ich keine Leute, die nicht wissen, was sie wollen. Ja, ist klar. Ja, oder denken, ich bin jetzt hier der liebe Gott und ich mache jetzt halt irgendwas weg. Ja. Ich mache nichts. Ich kann nur mit dem System kann ich zeigen, wo ist dein Problem. Genau. Wo denkst du falsch? Wo handelst du falsch? Wo isst du das Falsche? Wo trinkst du das Falsche? Und was schwächt dich in deinem unmittelbaren Umfeld? Ja. Das ist wieder das Thema der Eigenverantwortung. Ja, ich hatte ja viele Jahre praktisch Unternehmen, wo... Das nannte ich auch mit Umfeldanalytik. Das heißt, wir haben eine Umfeldanalytik gemacht. Welche Dinge wirken auf deinen Körper ein, auf dein ganzes Immunsystem? Ist es die Wohnung, das Haus? Ja? Habe ich Elektrosmog? Habe ich Verwerfungen drin? Habe ich sonst irgendwelche Störquellen drin, die stören? Und dann geht es dann nochmal wesentlich weiter in die emotionale Geschichte. Die meisten Menschen haben ja so viel in der Wohnung drinstehen, das ist eine reinste Müllhalde. Emotionaler Müll. Ja, an jedem Gegenstand ist eine Emotion. Dann sind dann die Bilder an der Wand von irgendwelchen Personen, die sie eigentlich hassen. Ja, wundern sie sich, warum sie dann irgendwelche Probleme bekommen. Mhm. Manche Routengänger würden jetzt da durchgehen und sagen, ja, das ist eine Wasserader. Sage ich, nee, das ist keine Wasserader, das ist eine Hassader. Ja, weil die Emotion sich aufbaut, das sind dann wie so Gitternetze, die dann zum Schlafplatz rübergehen. Und dann kann man das Bett zwar schon verstellen, aber es folgt. Mhm. Ja. So, jetzt habe ich jedes Mal ein anderes Routengängerergebnis, weil viele Routengänger gar nicht wissen, wie sie es anwenden müssen. Oder was ist denn das eigentlich? Ja? Das heißt, es ist teilweise schlimmer, wenn ich irgendwann ein Bild an der Wand habe mit falschen, ich nenne es einfach mal Frequenzmuster, weil es sind Schwingungen, Frequenzen, ja? Die wirken aufs Gemüt. Ja, es gibt Bilder, wenn ich die anschaue, dann denke ich, wow, es tut mir gut, ich fühle mich gut. Und dann gibt es Bilder, ich schaue die an und oh, ich kriege Depressionen drauf. Ja? Und so ist es genau, in welcher Wohnung wohne ich? Ja, fühle ich mich da wohl oder ist es das reinste Chaos? Und dann kommt da ein wesentlicher Faktor immer mit dazu, die Familie. Hm. Und viele können von der Familie nicht loslassen. Allein dieses Thema, wie manche Familienmitglieder einem runterziehen.
weil sie sagen, ja, das ist ein Depp, das ist ein Idiot, der bringt nichts auf die Reihe. Und hintenrum wieder so Friede, Freude, Eierkuchen, ja, Kaffeeklatsch, alles ja, ja. ist gut, das Falsche, Heuchlerische und so weiter. Ja. Und dann wundern sich die Leute, warum sie, es ihnen innerlich schlecht geht und dreckig geht und down und K.O. und kommen nicht drauf. Mhm. Also fangst du an dem Thema eigentlich mal an. Was tut dir gut, was ist schlecht? Ja. Und die beste Heilung ist ganz einfach, ich gehe raus in meiner ganzen gewohnten Umgebung, gehe in die Natur. Mhm. Am besten, ich nehme gar nichts mit, außer vielleicht einen Schlafsack. Ja. Ernähre mich aus der unmittelbaren Umgebung, das mache ich ein paar Wochen. Ohne Telefon, ohne irgendwelche Leute, die mich ständig ablenken mit irgendetwas, dass ich nur zu mir selbst komme. Mhm. Und da machst du halt solche Sprünge. Es ist nicht viel, was du tun musst. Nur du musst die Bereitschaft haben, was verändern zu wollen. Ja. Ohne, dass jetzt die Frau einem im Ohr liegt, ah, wieso bist du jetzt weg und wo bist du erreichbar und weiß ich was. Ja, sind die ganzen ja. sozialen Zwänge, das kann man sicherlich mit dem Oberbegriff ja, oder, so. Oder arbeitstechnisch, ja, der Chef, ja, du kannst jetzt nicht gehen, du kannst uns nicht im Stich lassen oder, ja. ja. Aber das sind ja diese Grundprobleme unserer Gesellschaft. Ja, wir tun uns Zwänge auferlegen. Nur warum tun wir uns die Zwänge auferlegen? Warum machen wir dann nicht das, ohne Rücksicht auf Verluste, was einem gut tut? Ja. Automatisch ist man authentisch und was passiert? Alles ist gut. Ich fühle mich gut, ich habe genau die Leute ringsherum, die ich haben möchte. Ich bin in einer schönen Gesellschaft, wo einfach alles passt. Ich habe die richtigen Ansprechpartner. Mhm. Und nicht Leute, die sagen, ja, das ist Blödsinn, was ihr macht, oder hin und her, weil es ja, Zusammenhänge ja. nicht, weil es nicht Gleichgesinnte, es sind keine Gleichgesinnte. Die können einen gewissen Horizont, die sind noch nicht so weit. Und oft ist es so, wie ich zu den Leuten sage, okay, ihr habt es erst gecheckt, wenn ihr voll auf den Boden aufknallt. Und dann ist oft zu spät. Das ist eine super Überleitung. Wir haben ja jetzt eine ganze Weile nochmal um das Thema Gesundheit einfach mal gesprochen. Nun hast du im Vorgespräch ja auch erzählt, dass man kann dieses Gerät ja auch, es ist ja viel mehr einsetzbar. Ich würde gerne bei diesem Thema nochmal bleiben. Habe ich die richtigen Leute? Geht es ja auch um Unternehmensberatung und so weiter. Du hast erwähnt, dass man auch da eine ganze Menge mitmachen kann. Ja, also das ist ja nur eine Frage der Software. Die Informationen haben wir alle bei uns. Wir strahlen was aus, der eine spürt's, dem einen bin ich sympathisch, dem passt meine Nase, so ein uralter Spruch, dem anderen nicht. Ne? Oder den kann ich riechen, den kann ich nicht riechen. Ja. Und da geht's eigentlich schon los. Aber das sind die Äußerlichkeiten. Es geht ja schon aber los. Aber das kannst du mit deinem System ja herausfinden. Das hast du ja vorhin auch bei uns gemacht. Ja. Wie hast du gesagt, das ist der Tacho oder irgendwas? Ja, ja. ja dein Tacho, das zeigt man hier nach eh mal. Das zeigt man nur wenn ich es mal vielleicht ganz kurz unterbrechen darf. Weil wir ja vorhin ja gesagt haben, wir nehmen jetzt einfach mal dieses Frequenzset von uns hier, legen es bei uns auf. Wir machen hier nach zwei Messungen, dass die Leute mal sehen, was sich verändert. Weil wir müssen es ungefähr 20, 25 Minuten anwenden, dass wir einfach mal Schuhe ausziehen, Wolferinge auflegen und dass wir dann Ergebnis haben. Ja. Genau, dann machen wir das mal nebenbei und dann können wir uns weiter unterhalten. Aber ja. gerne doch.